Hey, die Luft hier oben auf dem Guichet, die ist rein. Jetzt wollen wir aber wissen, wie rein das die Seelen sind von diesen Menschen hier oben. Und das, das schaffen wir, das finden wir raus, und zwar mit einer Frage. Und die heisst, hast du schon mal? Oh nein, wirklich? Hast du schon mal geschurzt? Geschurzt, ja. Habe ich auch schon. Wann? Im Ausgangschor. Was hast du denn gemacht? Die Unterhose abgezogen und sie weggeworfen. Hast du schon mal die Steuern nicht gezahlt? Ja, schon ein paar Mal. Also ich hinten drein zahlen. Aber ich glaube, der Kanton ist jetzt auf meine Steuern angewiesen im Moment. Hast du schon mal ein Bett kaputt gemacht während dem Sex? Ja, schon! Ja, schon etwas! Ja. Wie ist denn das Bett kaputt gegangen? Ist in der Mitte oben angebrochen? Ja, sie haben alle Latte rausgefallen. Hast du schon mal ein Nacktfötchen bekommen? Leider nein. Von wem würdest du denn eins wünschen? Von ihm. Er ist so ein schöner Mann. Er ist wunderschön. Er ist so ein schöner Mann, wirklich. Von ihm wünsche ich mir ein Nacktfoto. Hast du dich schon mal selber tätowiert? Ja. Warum macht man das? Weil ich zu jung war, um es zu bekommen. Und meine Mama mega gegen Tattoos ist. Und wie bist du an die Tätowiermaschine gekommen? Ich habe zwei Nadeln aneinander gebunden und dann hat das irgendwie funktioniert. So Stick and Poke halt. Hast du mal in den Spiegel geschaut und gedacht, ey, ich bin der geilste Sieg, was es gibt? 100%. Warum bist du denn der geilste Sieg? Dann gsi. Jetzt nicht mehr. Hast du schon mal beim Sex das Bett kaputt gemacht? Das Bett ist noch nie kaputt gegangen, aber der WC-Deckel. Wie ist das gegangen? Ja, das ist halt eine Art Stellung, oder? Und dann geht der WC-Deckel kaputt. Hast du schon mal ein Nacktfötchen bekommen? Ein Nacktfötchen? Natürlich, das hat fast jeder Mann. Aber für das muss man ja immer eine Gegenleistung geben. Und die wer? Ja. Wie soll ich mal sagen? Etwas in dieser Art Retour geben.